Jetzt haben wir eine gute Kamera. Und das Rennen von Vietnam beginnt jetzt. Eine sehr starke Start von Nico. Hey, bleibt erstmal Zweiter. Der Lobby backt ein bisschen. Lobby steht bei mir Position 1. Sektor 1. Wie ist hinter Spartano und würde. Spark hat sehr viele Positionen verloren. Und der ist ausgeschieden. Der ist abgeflogen. Novi auch. Nielsen hat die Session verlassen. Scheint Innenprobleme zu haben. Oh, alles durcheinander. Bis jetzt kein Safety Car. Kein Virtual Safety Car. Das Rennen geht weiter. Hier ist eine große Chance für Jota. Weit zu kommen. Also Sound ist ein bisschen komisch. Ich kenne ihn schon von. Gut, Masters versucht er da von außen zu überholen. Das ist echt eine sehr schwierige Stelle. Da gab es eine kleine Berührung zwischen den beiden. Aber hat nicht gereicht. Und Tobi fährt an der Box. Die Zwei-Stopp-Strategie ist jetzt geöffnet mit 3 Piloten, Lux, Leon Force und Venture. Er versucht jetzt Lux zu überholen. Overtake-Button ist aktiviert. Natürlich ist auch erst gleich DRS entführt. Jetzt DRS von außen. Und Lux versucht er dort zu überholen und verliert auch Teile von seinem Frontflügel. Das war zu riskant, aber er ist Sechster geworden. Für Nico. Und Marvin überholt direkt den Venture. Pave ist vor Phantom. Jetzt versucht direkt den Lux zu überholen, ja. Er ist vorbei, er ist wieder Dritter. Das ist aber keine gute Nacht hier für Marvin, der jetzt Zeit verliert gegen Pave. Zwischen ihm ist Phantom und Link ausgeblieben. Bisschen soft. Er versucht, denke ich mal, mit Mediums weiterzufahren. Denke ich mal, in seinem Stint. Und gelbe Flagge. Und Safety Car. Ja, Joker ist dahin abgeflogen. Joker ist da hinten abgeflogen. Hier. Deswegen haben wir Safety Car. Das ist eine gute Möglichkeit für die Piloten, die Alien Force kommt vorbei an Venture. Und Phantom überholt Spartaner. Das verteidigt noch sehr gut an der Spartaner. Oh, da kommt wieder vorbei der Spartaner. Und da kommt der nächste, Peaks. Phantom hat versucht, eine Position gut zu machen und er verliert direkt 2. Spartaner kommt jetzt vorbei an Neon Ford. Mal gucken. Sicher überholt da vorne den Tobi. Oh, Spartaner hat sich verbrennt. Linsen auch. Das war echt gefährlich von den beiden. Gegen Neon Ford. Was da vorne passiert? Ja, Tobi ist jetzt Dritter. Er hat das perfekt ausgenutzt. Hat jetzt den Zinkel geholt. Pave ist wegen der Strafe reingefahren. Und da ist er an der Strafe. Da gab es eine Berührung zwischen den Beinen. Er kämpft die Beine weiter. Und Lux versucht von außen. Ja, da gab es immer noch eine Berührung und Spartaner bleibt jetzt vorne. Ich habe das Auto als Verteidigungsmittel benutzt. Spartaner. Und hat hier Bencher auch die Möglichkeit gegeben in der DRS-Zone. Kein Internet oder wie sieht's aus? Zinker ist jetzt wieder Dritter geworden, deswegen. Er hat das top ausgenutzt. Oh, und Nielsen hat direkt. Oh, Nielsen macht Fehler. Und er hat Frontflügelschaden, denke ich mal. Ach, das ist echt bitter. Oh, und jetzt bremst er komplett
ab hier gegen Phantom. Was macht Pave? Pave hat jetzt DRS. Und wäre, denke ich mal, ein sehr einfaches Ziel hier, ja, safe vorbei. Und somit Pave sichert auch Position 4. Da ist der große Sieger, dritten Sieg in Folge. Er ist in einer absoluten Bestform. Der Nico, Marvin zweiter und Zinker ist dritter geworden.